Okay, Sekunde, dann ist das Teil hier sofort wieder weg. Wir denken gar nicht mal daran, ein Gebiet zu überwildern. Wir jagen lieber in mehreren Das Gebieten Lagerhaus ist artgerecht. voll. Ausbauen, ausbauen. Das ganze Holz muss halt irgendwo hin. In dieser Richtung gibt es Wasser. Das heißt, wir können hier vielleicht Jawohl. Fisch kriegen. Jawohl. Das Lagerhaus ist voll. Schon unterwegs. Verstanden. Sofort. Nicht zwangsläufig in diesem Gebiet hier, aber in Alles diesem klar. hier. Wie ihr wünscht. Fisch sehr wahrscheinlich. 1000 Tacken, was soll es? Ah, und die Gebiete sind vorgeblockt, schätze ich, damit man da nichts bauen kann, was möglicherweise für spätere Probleme sorgt. Von mir aus, damit lässt sich arbeiten. Das Lagerhaus ist voll. Auf euren Befehl. Auf euren Befehl. Ei. So. Dahin. Verstanden. Einfach Verstanden. Hochprügeln die ganzen Territorien, Sofort. Die wir hochprügeln können. Auf euren Befehl. Und das Gebiet dürfen wir nicht Verstanden. Haben. Wir haben ein Territorium Schon eingenommen. Unterwegs. Das Lagerhaus ist voll. Oh Gott, wie viel Stein haben wir hier zur Hand? Okay, wir können so viele verdammt Kühe. Oh nein, Kühe. Okay. Wir haben ein Territorium eingenommen. Folgendes. Das Lagerhaus ist voll. Wir haben es mit brennenden blinden Hunden zu tun. Nie im Leben lasse ich die Kühe hier ohne Palisade unbewacht. Bedeutet aber auch, dass das Essen von Käse plötzlich erlaubt ist. Schafe haben wir, dürfen wir Schafe? Schafe dürfen wir, okay. Das Lagerhaus ist voll. Gleiches gilt natürlich für die Schafherden. Liebend gerne, aber nicht ohne Befestigungsanlagen. Außerdem muss das Holz irgendwo hin und wir müssen das Lagerhaus endlich ausbauen. Einem Schafhirten fehlt es an Schafen. Das Lagerhaus ist voll. Müssen wir reevaluieren, wie wir das angehen wollen? Einem Schafhirten fehlt es an Schafen. Wollkleidung ist aber dann erstmal wieder erlaubt.
Hier ist nichts blockiert. Das Gelände ist vollkommen frei. Hier. Das Lagerhaus ist voll. So, Lagerhaus. Du mich auch. Schub. Plötzlich platzt einfach die ganze Stadt. So, Küche können wir auch schon mal ausbauen. Reinigungsgüter können wir sicherstellen, dass wir da welche bekommen. Indem wir Besen nach da, Seife nach da, Straße dazwischen. Okay, alles richtig. So, die Eisenminen sind jetzt wie voll? 500 Eisen haben wir im Effekt zur Hand. Müssen wir ein bisschen vorsichtig mit umgehen. So. Wir haben noch ein Gebiet hier vergessen, das wir noch nicht in unseren Besitz gebracht haben. Verstanden. Alles klar. Und ein weiteres brauchen wir auch noch. Das ist dieses Gebiet. Jawohl. Das können wir noch haben. Sofort. Dann haben wir im Endeffekt ausgeplündert, was das Gebiet hier angeht. Sofort. 1000 gibt es auch hier. Okay. Sofort. Sofort. Fisch haben wir nicht gekriegt, das war ein bisschen enttäuschend, aber schon in Ordnung. Der Quicksave alle 4 Sekunden, ich bin mir ziemlich sicher, die werden dafür sorgen, dass der Speicher gleich irgendwie stirbt oder sowas. Ah! Das Lagerhaus wird immer zuerst hochgeprügelt, wie wir wissen. Nein, es passt nicht. Schade. Wir haben ein Territorium eingenommen. Hier oben haben wir noch mehr Eisen. Sehr gut. Im Weg liegt es gerade an Milch. Das verbieten die Käseproduktion. Hört auf, Käse herzustellen. Wir brauchen die Milch. Sofort. Dann kommt eine Schwertkämpfergeschichte nach hier hin. Nein, nein, warum Straße? Tu bitte, wie ich gewünscht habe. Bitte? Ich habe doch bitte gesagt. So. Dann halt so.
Ach, andersrum geht. Ach gut, geht doch andersrum. Ich wollte schon mich schon echauffieren. So, Lagerhaus hoch damit. Und das Burglager. Ab jetzt kann ich das Burglager benutzen. Ich hab's nämlich auch in der Map-Beschreibung gelesen. Wenn man L drückt, kriegt man ein Burglager. Einlagern und Auslagern, Waren sperren. Dort ist alles einlagern. Waren sind freigegeben. Gut, wir können hier nicht festlegen, was wir einlagern und auslagern wollen. Aber das ist schon in Ordnung. Schub. Es sind wirklich nicht noch mehr Kühe, oder? So, wir haben jetzt eine kleine Nahrungskrise. Aber das können wir beheben, indem wir einfach einen weiteren Metzger setzen. Denn wenn wir uns selbst für eine Minute mal nicht anlügen, wissen wir, wir brauchen ihn. Ein Steinbruch wird bald erschöpft sein. So, Holz werden wir immer brauchen. Schnell speichern. Ich bin mir mit diesen wütenden, brennenden Hunden nicht ganz sicher, wie wir damit umgehen werden. Ich habe das Gefühl, die werden uns richtig übel zusetzen können. Ah, genau, die Höhle hier oben. Nein. Ah. Ich glaube, ich begreife. Ich möchte die dicht machen. Ich möchte die zubauen. Ich traue dieser Höhle nicht. Meint ihr, wir machen das Spiel gerade damit kaputt? Ich hoffe es nicht. Aber ich traue dieser Höhle nicht. Sie sieht so aus, als wenn da Hunde, als wenn da Wölfe rauskommen werden. Und die werden uns wehtun und... Schmerzen, die wir gerade nicht brauchen. Ein Steinbruch ist erschöpft. Ist er das? Sehr gut, dann können wir gleich den nächsten nutzen. Wir müssen ja gerade noch eine Ladung Milch abwarten. Wir befestigen uns dennoch erstmal mit Palisaden gegen die. Wann kriegen wir Mauern? Ab Marquis, ja, wir brauchen die. Ich habe das Gefühl, wir werden definitiv vorher nochmal mit wütenden Hundis zu kämpfen haben. Kriegen wir Belagerungstürme früher? Denn wir wissen, dass wir Belagerungstürme wunderbar dafür einsetzen können. Mit Wölfen fertig zu werden. Oder mit Bären. Oder allem anderen, was uns übel will. Eine kleine Anerkennung wäre nett. Wie wäre es mit einem neuen Titel für mich? Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Ein neuer Titel? Wie wundervoll! Hab Dank! Fisch werden wir brauchen. Verdammt. Kein Holz. Wir haben kein, unser ganzes Holz ist noch verbrannt für eine Palisade. Was bedeutet, wir sollten unsere Holzfällen einfach mal alle ausbauen. Übrigens erlauben wir Best Käse wieder in der Herstellung. Kapitel 3. Die Druiden des Waldes. Hörsturz! Trotz schlechtester Bedingungen ist es Kestral gelungen, zur Baronin aufzusteigen. Aber die Ursache für die Probleme in diesem Land hat sie noch nicht gefunden. Die Camerocker glauben, dass die Druiden des Waldes hinter all dem Übel stecken. Aber stimmt das? Und wo sind die Druiden?
Lady Kestrel sollte es bald herausfinden. In Ordnung. Ah. Um zu Gräfin aufzusteigen, brauche ich dringend mehr Fisch. Habe ich nicht irgendwo schon so einen eisfreien See gesehen? Ah, Tatsache, den dürfen wir haben. Vielleicht später irgendwann. Das ist schön. Genau, der Gedankengang war jetzt erst einmal, ganz schnell mal durch die ganzen Holzverhütten durchzugehen und die alle hochzuprügeln. Oder ein bisschen Schub zu geben. Drüse Jornon, Drüse Yassir, Lord Mackenzie und wir. Getreide wird auch so eine Sache sein. Unterhaltung. Wie um alles in Welt wollen wir an Honig kommen? Ei, alles klar. Der kann er bleiben. Verstanden. Verrotte weiter. Auf euren Befehl. Alles klar. Schon unterwegs. Alles wir haben klar. Dieses Gebiet ja auch gar nicht eingenommen. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Unvorstellbar. Ei, verstanden. Ja, hier ist das. Jawohl. Aber das Gebiet gehört schon jemandem. Seltsam. Wen denn wohl? Na, vielleicht kann ich es kaufen. Wir haben ein Territorium eingenommen. Verstanden. Alles klar. Verstehe, das heißt, wir dürfen gleich mit den Druiden reden. Schon unterwegs. Blindenhunde! Eine neue Attacke von Blindenhunden in unserer Stadt. Ich sollte sie vernichten, bevor sie Unheil anrichten. Jawohl! Wilde Tiere rauben unsere Nahrung. Angriff! Ey! Sofort! Feuer löschen! Das Gebäude steht in Flammen. Für dieses Mal habe ich die Feuerwürfe in Sterling vernichtet. Okay. Meine Paranoia hat nichts gebracht, aber wir haben jetzt ein Problem mit Krankheit. Das können wir beheben.